Ich würde sagen. Oh, mein Gott, Pokelink hat irgendwie noch nicht so ganz umrissen, dass unser Squad schon da ist. Jetzt sollte er da sein, wunderbar. Wir müssen sowieso Encounter als erstes holen und ich muss mir sowieso überlegen, wie ich diese Encounter holen will. Also, ja, machen wir mal die Denkerbirne auf jeden Fall ein wenig an. Also tendenziell wollen wir ja trotz allem eigentlich auf ein Lampi gehen. Na, das ist ja immer noch so ein Ding, wo ich hin präferieren würde. Ich würde auch präferieren, potenziell auf Electrode zu gehen, aber das momentane Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass wir jetzt gegen... Wir sind jetzt nicht so geil gegen Camillo aufgestellt. Also, um ehrlich zu sein, haben wir gar nichts so wirklich. Also, wir haben Lombre mit Leech Seeds noch auf der Bank, was ganz nett ist. Wir haben ein Tauboga, was ich glaube nicht wirklich nennenswert ist, um ganz ehrlich zu sein. Ein Plusse, das vielleicht Mediti besiegen könnte. Das kann man auf jeden Fall überlegen und gucken. Und wir haben halt ein Bedrohermon zumindest. Deshalb weiß ich gar nicht, ob wir auf Lampi gehen können. Beziehungsweise doch, auf Lampi können wir auf jeden Fall gehen. Weil das ist in Burbank City. Da müssen wir so oder so angeln. Wobei ich da dann natürlich so gesehen auch einen Krabi ganz geil finden würde. Aber da angeln wir auf jeden Fall im dunklen Sportorino. Aber beim Burbank Complex weiß ich noch gar nicht, was wir machen sollen. Wir haben halt keinen Skiddy, sonst hätte ich gesagt, gehen wir auf das Biro maybe. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist schwierig. Ah, der ist eh schon. Okay, passt. Vom Level her. Also, das ist so, da bin ich mir momentan sehr, sehr unsicher, wie wir das richtig gut spielen können. Wegen diesem verschissenen Hariyama. So, eigentlich sollte... Ich weiß halt nicht, ob hier schon... Ja, okay, es funktioniert auf jeden Fall. Oh, das war einfach nur Glück. Ah, nein, da. Da ist wieder. Da ist dunkles Wasser und da können wir, glaube ich, auch reinangeln. Auch wenn ich das... Wobei, das sehe ich mir jetzt ein bisschen zu schlicht. Ich glaube, das machen wir nochmal sicherer. Ich glaube, das machen wir nochmal ein Ründchen sicherer. Starten auch heute relativ früh, weil... Ja, ich habe heute auch wieder super früh zu arbeiten angefangen. Also momentan ist so... Der Start von meiner Arbeit meistens zwischen 7:15 und halb acht. Dementsprechend 8 Stunden sind halt jetzt schon ein bisschen länger auch um. Das macht das Ganze dann möglich, dass wir so früh am Freitag schon starten. Und ich dachte mir, so am Freitag kann man auch mal ein bisschen früher starten. Es geht ja fit, das ist ja in Ordnung. Das ist ja vollkommen fein. Ich weiß nicht, ob ich David schon hallo gesagt habe oder David. Aber dir geht's gut. Du hast einen schönen Tag bis hierhin. Helle. Kann dann bitte mal das Wasser so im Spot kommen, dass ich da gut angeln kann. Danke. Das gibt's ja gar nicht. Komm schon. Gönn doch. Komm ich hier mit der Angel hin? Nee, das sieht mir nicht nach einem Angelspot aus. Nee, wir machen das, glaube ich, lieber ganz sicher. Ich glaube, wir machen das ganz sicher. Und hallo Suppenspecht, hallo Rodeo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ja, also ich sag mal so, in dem Sinne hast du was Wildes verpasst. Die Crit-Chance ist ab jetzt nur noch 1 zu 20 tatsächlich. Das heißt, und man merkt es tatsächlich deutlich, dass das Spiel und die Patch, oh mein Gott, sehr viel angenehmer sind. Okay, also ich sag mal, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und erstmal sagen, dass wir für Misty vorerst ganz gut gerüstet erstmal sind im ersten Moment schon mal. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir nichts da. Das ist ziemlich geil, dass wir den hier haben. Die Frage ist, ob man jetzt auch noch auf das Elekid geht. Nicht das Elekid, auf das Voltoball geht. Boah. Schwierig. Und hallo Kage, hallo Jerry. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag bis hierhin. Wie nennen wir den? Wir waren bei Dinge, die wir hassen. Ich meine, wenn wir einen Quillfish ziehen, dann wäre das schon sehr bangerhaft, muss ich gestehen. Blindheit. Oder Blenden. Blitzer. Ich muss sagen, ich finde Blitzer stark. Ich muss sagen, Blitzer hat mich überzeugt.
Lichter Sirius, ja, fühle ich. Wir haben Water Absorb mit einem milden Wesen. Ja, okay, physisch halten wir dann nicht viel aus, aber ich glaube, das macht er sowieso nicht so sehr, deshalb ist es okay. Wir haben 30 HP, 29 Attack, 5 Def, 25 Special Attack, 30 Speed Def und 3 Speed. Actually sind sogar 3 Speed wirklich gut, weil dann kriegen wir eigentlich immer einen Slow-Volt-Switch. Water Absorb ist, glaube ich, auch die bessere Fähigkeit, I guess, für Misty auf jeden Fall. Nur die non-existente Death ist halt wild, ne? Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Jetzt ist nur wirklich die Frage, was mache ich? Also wir könnten hier im Verbank-Komplex entweder auf einen normalen Encounter gehen. Oder halt auf Quillfish beten. Big Dick Train. Und in der Verbank Refinery gibt es halt jetzt auch erhöhte Wahrscheinlichkeit, sowas wie Punpi auch, was auch natürlich für Gift nicht verkehrt wäre. So, wir haben wir auch nicht für Gift. Wir würden da unten aber halt auch ein sicheres Void Orb bekommen. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, was haben wir jetzt eigentlich alles zur Auswahl? Also wir haben Plus, wir hätten dann Electek, wir hätten Land. Ich will einmal kurz gucken, wie ich meinen Squad für Dings aufstellen kann. Für Misty, weil das ist, glaube ich, relativ entscheidend, ob ich auf Void vorbeigehe oder nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mit Lantern was, womit wir Politoed besiegen können. Wir haben nicht wirklich was für Toxicroak auch schon wieder. Das ist halt auch ein Problem, um ehrlich zu sein. Das ist sogar ein richtiges Problem, dass wir wieder nichts für Toxicroak am Start haben. Ja, Camillo sieht super strong aus gegen mein Team. Das steht außer Frage. Mit Lantern können wir halt das Mantax gut checken, beziehungsweise es hat halt Bullet Seed, aber ich glaube, das kann man noch in Kauf nehmen. Ich glaube sogar, ich würde hier. Also ich glaube, wir gehen sogar in der Verbank Refinery auf einen normalen Encounter auch. In der Hoffnung, dass wir da Funpi zum Beispiel auch ziehen. Oder ein Spearow würden wir auch zu 20% da bekommen. Also unten ist tatsächlich ein normaler Encounter das Geilste, was wir machen können. Auch im normalen Gras. Da kriegen wir potenziell entweder was Gutes. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir was Gutes gegen Camillo bekommen. Oder was Gutes gegen. Wie heißt es? Gegen Roxy. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir hier im Verbank-Komplex? Das ist die einzige Frage. Gehen wir auf einen normalen Encounter oder gehen wir hier auf Quillfish? Also Quillfish-Chance ist halt, wenn wir im Rot-Spot gehen, hätten wir Krabi 60%. Ah ne, wir müssen im normalen Spot angeln. Ne, im Burbank City gibt es gar keinen Quillfish. Aber wir müssen auf Burbank Complex gucken, ich Idiot. Im Rot-Spot kriegen wir zu 60% Corphish, 30% Quillfish. Und ansonsten Finneon, wenn man normal angelt, 60% Finneon, 30% Quillfish, dann nochmal 5% Quillfish und dann Corphish. Also eher im Rotspot, dass wir zur Not Corphish mitnehmen. Und als normaler Encounter gibt es Rattan. Der wäre natürlich prinzipiell egal, weil der entwickelt sich noch vor der Arena auch. Psyduck bringt jetzt nicht so viel, Electric bringt nicht so viel, Shellos bringt nicht so viel, Nidorans sind okay, Tyrogue wäre gut, Makuhita geht. Spearow könntest du noch finden gehen. Boah, ich bin ehrlich, ich bin nicht überzeugt von den Encountern. Also da finde ich fast Corphish sogar mit am besten, weil der wenigstens noch eine hohe Death hat. Also sowas wie Grimer oder Cropping wäre noch geil, aber das ist beides 1% Encounter hier. Ekans ist halt geil, weil das wieder nochmal Bedroher ist. Aber Psyduck bringt mir nicht viel gegen Camillo, Electric nicht, Shellos nicht. Die Nidorans sind halt jetzt auch nicht so mega wild, ne? Ich glaube, wir gehen tatsächlich auf den Quillfish-Encounter. Pack mal kurz den Blitzer wieder raus. Brauchen wir jetzt nicht. Hallo Foresight, hallo Hybrid, hallo Patrick. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, hallo. Wenn wir jetzt einen Bedroher-Quillfish hier rausziehen, ne? Das ist dann schon ein bisschen ein Boner. Ja, wir müssen im Rot. Ja, ich war mir gerade kurz unsicher, ob ich im Rotspot ziehen muss.
Deshalb habe ich es nochmal abgebrochen, weil ich kurz ein bisschen Angst hatte. Ich weiß nicht. Ich will hier einfach links neben mir das haben, glaube ich, damit ich da ganz nochmal sicher gehen kann. Also wir haben nur eine Drittelchance, wobei ich Corpish auch fein finde. Komm schon, bitte Quillfish mit Bedroher wäre jetzt so geil. Oh mein Gott, wir kriegen Quillfish. Okay. Boah, jetzt noch Bedroher. Bitte noch Bedroher, wenn jetzt noch Bedroher kommt. Okay, das wäre auch zu viel des Guten gewesen, aber auch so nehme ich den sehr gerne tatsächlich. Actually ist der, dann hat er nämlich Swift Swim, dann ist der auch sogar ganz gut gegen Listie. Weil der dann nur die Kolo vermutlich sogar hops nehmen kann. Ja, mit so einer Kacke habe ich ein bisschen gerechnet, dass er so eine Scheiße hier vielleicht abzieht. Ja, ich habe gar nicht so viel um den richtig gut, glaube ich. Ah, jetzt hätte ich doch ganz gerne mein Elekid mit T-Wave dabei gehabt. Aber wir haben Netzbälle. Bleib einfach da drin. Oh nee, was hat der für eine Catch-Rate? Bitte sag mir nicht, dass die so eine Katastrophe ist. Okay, alles gut. Immerhin, wir haben Quillfish. Das ist geil. Lass mich mal gucken, weil ich glaube sogar Quillfish hat auch noch irgendwelche Buffs bekommen. Ich glaube, der hat mehr Attack jetzt auch. Quillfish hat nämlich statt 5. Ach, Intimidate ist die Hidden Ability. Ich kann gar keinen Intimidate auf den bekommen. Ja gut, dann ist eh wurscht. Der hat jetzt statt 65 HP sogar 80. Statt 95 Attack 105. Das war's. Aber finde ich immer noch sehr gut. Aber wir haben kein Poison Tail. Der hat nur Aqua Jet. Der hätte Hazards mit Spikes und T-Spikes. Boah, der hat gar nicht mal so geile Moves, sehe ich gerade. Aber wir brauchen die Resistenz. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Poison Point nicht sogar besser finden würde. Wie tauchen wir den? Aber wir brauchen den als Switcher noch einfach. Ist der ja schon trotz allem gut. Richtig und richtig nah. Ja, na, dann passt sehr, sehr gut. Die guten Nahrungen. Schauen wir mal. Wir haben Poison Point mit einem impish Nature. Okay, das hilft uns ungemein für Camillo tatsächlich. Dinge, die wir hassen hier. Das ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut, muss ich gestehen. Wir haben auf dem 1 HP leider nur 25 Attack, 2 Death, aber das können wir mit Impish ein bisschen ausgleichen. 27 Speed und 8 Speed. Okay. Ja, aber alleine, wenn wir es hinbekommen, dass Poison Point bei dem einen oder anderen Mon triggert. Also, das ist ja kein Guts-Mon, nämlich dabei. Haze. Bin ich Haze? Boah, Haze könnte sogar richtig nützlich sein, merke ich gerade. Auch für Roxy bringt mir das tatsächlich sogar echt viel. Ich glaube, ich behalte sogar mein Poison Sting für die Vergiftung. Aber der lernt halt jetzt gleich. Ja, Pin Missile brauchen wir, glaube ich, nicht. Der lernt halt jetzt gleich Spikes und T-Spikes, ne? Und so schnell komme ich da nicht mehr ran. Jetzt ist die Frage, wollen wir Spikes und oder, also eher oder T-Spikes haben? Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, welchen Move ich dann dafür wegmache. Ne? Das ist so ein bisschen mein kleines Problem, dass ich gar nicht weiß, welchen Move ich entfernen würde. Ich glaube, sind wir ehrlich, kann ich gegen irgendwen Hazards werfen, groß? Also im Lead gegen das Tentacool, ja, bin ich ehrlich, könnte man sogar wirklich Hazards rauswerfen. Also da halte ich es gleich für so unwahrscheinlich, dass man drei Ladungen Spikes rauswerfen könnte. Aber dann muss ich im Plusse wechseln und dann ist das auch wieder alles nervig. Ich schau mal gerade gegen Politoed, kann ich keine Spikes oder T-Spikes auch rauswerfen, dass mir das bringt. Gegen Berg. Gegen Berg eigentlich auch nicht. Auch wenn es da sehr nice wäre, weil da ein Focus Go Terracross ist. Aber da ist ein Galvantula im Lead, also ich kann da nicht mal mit dem Ersatz rauswerfen. Nee, dann glaube ich, lassen wir die Ersatz einfach weg. Ich glaube, wir lassen die einfach weg, weil so ein Acid Spray könnte auch mal geil sein, wenn ich den gegen irgendwas drücke und dann schicke ich was Spezielles danach rein, aber eigentlich habe ich da auch nicht wirklich was. Ich glaube, ich packe tatsächlich Spikes über Acid Spray. Ich weiß nicht, ob das dumm ist.
Aber wir machen das jetzt so. Das Poisons-Ding nötig. Naja, wenn ich mal was mit Aquajet nicht hitten kann, dann haben wir halt ansonsten nichts, ne? Was sonst, was ja auch irgendwie Kacke dann ist. So, dann packen wir mal den hier vor. Und Poisons Ding hat eine relativ hohe Vergiftungschance. Deshalb hätte ich das tatsächlich ganz gerne sogar dabei. So, warte, was kam hier für ein Trainer? Der hatte Growlithe im Lead. Und dann hat er noch Poliwag, dagegen haben wir was. Und für Tangela packen wir den noch mit rein. Ja, dann passt das. Ja, Acid Spray into Haste, das war auch einer der Gründe, warum ich mir gerade so dachte, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so nice finde, muss ich gestehen. Und wie gesagt, hier könnten wir halt jetzt überlegen, auf ein sicheres Volteball zu gehen, aber Volteball ist auch gar nicht mal mehr so krass gegen, wie heißt er, gegen Berg. Also auch wenn du Soundproof hast, hat halt Galvantula immer noch so Gigasauger Poison Jab in Lead. Du kannst den Lead nicht mehr so leicht abusen wie Maskeregen damals. Also die Strat funktioniert auch gar nicht direkt, vor allem weil er jetzt ein Celebi hat. Also wenn, dann ist er nur gegen Misty gut, aber wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass wir gegen die anderen Mannequins und so auch noch geprept sind, ne? Also wir müssen ja auch erstmal schauen, dass wir über Roxy drüber kommen. Und momentan sehe ich mich am ehesten über Roxy drüber kommen, indem wir hier auf Funpi oder ähnliches gamblen. Aber ich weiß gar nicht, wann sich Funpi genau entwickelt. Aber das gucke ich jetzt nochmal. Pokémon Changes Funpi. Ist das 24? Ist es 25? Dass ich jetzt maximal einen Mudshot. Aber dann hätte ich halt danach auch einen Donphan. Das würde mir für Toxicroak schon auch viel helfen. Weil gegen Toxicroak habe ich halt momentan auch einfach nichts am Start, ist das Ding. Und von Voltorb bin ich noch nicht 100% überzeugt bei den Changes. Und jetzt haben wir ja gerade ein bisschen was zumindest gegen die Dings. Wir würden zwar auch noch einen Stunfisk bekommen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir zu schlecht für Roxy aufgestellt sind. Aber bei Roxy muss ich auch wieder sagen, bin ich auch schon wieder am Überlegen, ob wir die nicht auch im Doppelkampf bekämpfen. Aber dann bringt mir Voltoball hier auch erstmal nichts. Hier auch einen normalen Encounter. Weil einfach auch wegen Spearow und so. Der würde ja auch nochmal einiges einfacher machen. Okay, was kriegen wir? Oh. Ja, das ist mit so das. Also, beschissenste, was wir hätten, glaube ich, kriegen können. Weil es mir jetzt für die kommenden zwei Kämpfe. Och. Willst du mich verarschen? Gar nichts bringt. Ich hasse es, wenn Mons nicht im Superball, im Flottball drin bleiben, ne? All das ist immer der allergrößte Pain in the ass. Was denkt der eigentlich, wer er ist? Er ist auch noch ein Baby, das heißt, er hat eine richtig beschissene Catchrate. Oh Gott, no. Ich habe halt wieder. Und ich habe Elekid nicht reingeholt. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, jeder Encounter außer Wablu auf dieser Route hätte ich mehr gefeiert als dieses Magpie. Also wir haben jetzt halt zwei Feuer-Pokémon für Berg, was auch nicht verkehrt ist in Form von Magma und Makargo dann. Ah. Ja, willst du den eh nicht unbedingt und dann sowas. Ich weiß ja nicht, ob ich den Icy winden kann. Ich noch irgendwas noch Schwächeres? Fake Out. Hobbit. Ah, nee. Mann, und hallo Kraken. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Ich meine, dafür haben wir das Quillfisch halt gezogen. Ne? Das muss man schon sagen, dafür haben wir halt den bekommen. Alter. Alter. Bitte bleib doch einfach in dem Ball drin. Und Lampi, das stimmt auch. Der will aber jetzt auch einfach nicht, ne? Bruder. Du bist so dick los. Ich schau mal, wie viel ein Icy Wind abzieht.
Ich weiß halt auch nicht, was Magbys Werte jetzt natürlich sind. Magby. Ich gehe jetzt einmal mal von 0 Spedef, 0 davon, Level 7 gegen D-Ward. Wir sind Level 20 mit Icy Wind. Der Icy Wind ohne Crit kills nie. Ah, das steht aber. Ja, doch, nee, das stimmt schon. Wir haben 4 und wir haben sogar noch weniger. Ja, ohne Crit killt das halt nie. Und das ist, glaube ich, so die schwächste Attacke, die ich abfeuern kann. Ja. Okay. Wir haben sogar eine richtig niedrige Wall bekommen. Und jetzt bleib bitte einfach in dem Superball drin. Boah, Magby bitte, echt ey. Ich hab da jetzt eigentlich auch, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock drauf. Hier ewig ein Gottverschissenes. Ich habe extra Bälle gekauft beim letzten Mal. Und dachte, das wird schon reichen, ne? Hätte ich die scheiß T-Wave dabei, ne? Danke. Okay, wie nennen wir den? Ich hoffe, das ist wenigstens ein gutes Magby. Wir können mal nochmal kurz gucken, was bei Magby der Change überhaupt ist. Beziehungsweise bringt mir Magma irgendwie viel, lernt er was Krasses? Okay, der hätte auf jeden Fall Flame Burst und würde Will-O-Wisp lernen können, das ist ganz geil. Catch Rate, oh ja, das fühle ich. Das ist ein sehr guter Name. Catch Rate. Der dumme Zinger. Ja, und dann. Ja, und genau vor dem Ultraball ist der auch gespawnt, ne? Der dumme Sau. Hab ich den Seidenschall geholt? Ich glaube, ja. Ja, das Ding ist, ich glaube, wir müssen halt jetzt schon. Also, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Wir müssen jetzt in den Camillo-Kampf und das Ding wird nicht einfach, sage ich euch, wie es ist, Freunde. Das Ding wird ganz unangenehm. Also, wir gucken jetzt mal kurz den hier einmal an. Magby hat ein Gentle Nature, das ist minus Death plus Bit of. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Das Viech hat 1 HP, 1 Attack, 4 Death, 6 Special Attack, 16 Speed und 5 Speed. Das ist so ein richtig großer Haufen Müll, was so. Oh Gott. Okay. Jetzt lasst uns überlegen, wie machen wir das. Also. Mediti. Werden wir natürlich erstmal bedrohen und dann wechseln wir in Flusse, dann drücken wir Covet. Dann stehen wir potenziell auch gegen vieles immer noch sehr, sehr gut da. Tauboga Pass, den hier benutzen wir, um entweder Mienfu oder Hariyama mitzuchecken. Ich würde eigentlich Lombre mit Leech Seeds auch gerne mitnehmen, muss ich sagen. Kann nämlich auch sein, dass wir den benutzen müssen, um das gegnerische Quillfish mitzuchecken, aber eigentlich mache ich nicht viel gegen den. Boah, ich habe allgemein nicht so viel. Ich überlege, ob wir Tauboga überhaupt mitnehmen. Wir haben jetzt nicht so viel, was richtig gut in Quillfish reinwechselt auch. Also in Poison Tail. Ich weiß auch nicht, ob Reptane stark genug ist, um mitzukommen. Tendenziell fast eher sehe ich mich den mitnehmen. Ich überlege sogar, Cleopatra mitzunehmen. Weil Cleopatra kann wenigstens in Quillfish mal reinkommen, dann fake-outet das Ding, dann drückt das Pain Attack. Sollte auch immer schneller sein. Was ganz geil ist. Und dann nietet es das eigentlich noch ganz gut um. Und ich glaube, die beiden zusammen könnten Quillfish handeln, der Leech seedet und kann zusammen Hariyama besiegen. Ich glaube tatsächlich, mit der Konstellation können wir es schaffen. Aber wir brauchen die halt alle. Weil der kann auch nicht gekrittet werden, was mit Bedroher in Kombi wieder geil ist. Leech Seeds sind geil. Nochmal eine zusätzliche Runde Fake-Out finden wir gut. Wir könnten sogar bei Herdy überlegen, ob wir eine Anti-Kampf-Beere spielen. Dann können wir mit dem auch noch eine Runde besser mal drin bleiben, wenn es sein muss. Ja, das finde ich. Ich finde, eigentlich ist das eine gute Konstellation an Mons.
Das gefällt mir eigentlich. Wir haben ein bisschen Poison Point. Also es schaut nicht so schlimm aus, wie ich am Anfang dachte, muss ich gestehen. Dann können wir eine Wette machen, würde ich behaupten. Ich hoffe nur, dass der nicht wieder mit Drain Punch irgendwie einen Kill sieht. Das Meditier haben wir irgendwie beim letzten Mal gewonshottet. Ich glaube aber, beim letzten Mal war kein Minus-Death-Wesen drin. Deshalb, ich guck mal kurz, wie es mit unserem Plusse ausschaut. Wie es mit dem Cobbett-Damage so aussieht. Cobbett würde den niemals killen. Cobbett macht 60 bis 73. Habe ich den letztes Mal gewonshottet? Ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es tatsächlich bis heute nicht. Ich hoffe auch, dass der wirklich auch Fake-Out drückt. Weil dann sind wir eigentlich immer. Haben wir eigentlich ein. Sind wir eigentlich immer gut aufgestellt. Weil ein Drain Punch würden wir dann immer leben. Ich würde halt super gerne dann auf Psycho Cut in Cleopatra oder so auch gehen, aber das weiß ich halt nicht, ob er das wirklich drückt oder nicht. Er hat zwar das bisher immer so gespielt, dass er das gedrückt hat, aber man weiß halt wirklich nie, ne? Das ist halt das Problem, man weiß nie. Sagt ihr alle, dass ich das Ding hier gewinne? Also ich möchte kurz festhalten, dass wir auch resetten könnten, ne? Schauen wir mal. Mir fällt gerade ein, ich hätte es auch noch ein bisschen anders machen können, wenn ich gesagt hätte, ich gehe erst den Quillfish auf Fakeout, versuche Poison Point zu bekommen, dann auf Psycho Cut den Cleopatra, aber eigentlich macht das nicht wirklich einen Unterschied. So, wir gehen auf den potenziellen. Ja, geht halt nicht. Okay. Noch ist alles gut. Und dann. Ja, coveten wir einfach nochmal. Bin ich gespannt, wer als nächstes kommt. Maybe hätten wir doch sparken sollen, weil dann hätten wir doch ein. Ah, dann hätten wir vielleicht ein Item klauen können. Okay, dann sieht der mit Dings einen Kill. Ja, und der bedroht mich eh. Ich würde hier als erstes in Inflation einmal gehen. Damit wir erstmal einen hübschen Bedroher auf den drauf bekommen. Ich hoffe, es kommt ein Aquajet. Ah. Okay, das wird jetzt nicht so wirklich abziehen. Glaube ich. Ja, das Problem ist, er würde jetzt nochmal Waterfall klicken, ne? Ich überlege, ob wir einmal den Quillfish gehen. Und dann in Plage gehen. In der Hoffnung, dass er dann Payback drückt. Ich glaube, das mache ich sogar auch. Da kommen nämlich nochmal Waterfall. Das sollten wir ganz gut wegstecken. Und dann geht's rüber in Plague und eigentlich sollte er jetzt Payback drücken, weil das sollte eigentlich jetzt sein Most Damaging Move gerade sein. Hat sich gar nicht gelohnt, geil. Boah, das zieht viel ab, trotz allem, ne? Heilige Scheiße. Jetzt zieht so ein Fakeout ab. Boah, ist okay, Damage, ne? Gehen wir nochmal auf Fade Attack. Der hat halt noch seinen scheiß Bärensaft, das ist das Problem. Boah, zieht das wenig ab. Ich überlege, ob ich den tatsächlich nochmal growle. Und irgendwie so spiele, dass ich Lusse gleich reingehen kann, um den zu killen. Und ich glaube, das ist dann das Growl auch mein Play. Geht nochmal auf den Waterfall. Jetzt sollte er Aquajet sehen. Jetzt ist nur die Frage, ob Plusse mit so wenig KP da rein kann. Quillfish auf minus 2 haben wir denn jetzt. Wir könnten auch nochmal in Herdier davor gehen. Aber dann drückt der Waterfall vermutlich.
Würde mit Aquajet 15 Max rollen. Oh, aber das ist, wenn nur immer, wenn er die höchste Roll hittet. Also Plusse wäre eine Möglichkeit. Und dann dürfte er ja gar nicht nochmal Aqua jetten, weil er. Also wenn er eine niedrige Roll erwischt, killt er mich ja sowieso nicht. Ich überlege nur gerade, ob ich die Inflation jeweils nochmal reinschicke. Aber ich glaube, das ist so der beste Moment, um das Teil nochmal reinzuschicken. Und ich bin mit meinem Plusse immer schneller, glaube ich. Boah, scheiße, ich habe nicht geguckt, ob ich schneller bin. Ja, bin ich. Da kommt Aqua Jet. Einfach nicht die Max Roll, bitte. Das ist definitiv nicht die Max Roll. Und dann können wir ihn nämlich jetzt mit Spark besiegen. Geil. Sehr gut. Plus hat momentan die Cobra Berry, ja. Wir hätten sparken sollen. Dann hätten wir vielleicht jetzt hier nochmal von Mienfu das Item gut klauen können oder so. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich Mienfu tatsächlich one-shotte. Das würde mich jetzt arg wundern. Nachdem ich Medity auch nicht one-shotten konnte. Ja, nee, weit weg. Weit weg. Ich weiß jetzt nur nicht, was der drückt. Das ist so mein Problem gerade. Deshalb, ich würde einmal mal in Nadeln gehen. Und vielleicht holt er sich schon mal eine schöne Runde Poison Point ab. Weil er könnte jetzt, also am ehesten die Kampfattacke sehe ich halt. Oder U-Turn. Das ist sogar auch fein. Weil dann kann ich jetzt nämlich gleich in Herdir gehen. Weil das Hariyama sollte eigentlich in dem Moment niemals, er sollte eigentlich immer Rock Tomb klicken. Und dann kann ich dem schon mal einen Bedroher reinjagen. Und das ist eigentlich geil. Also wenn jetzt Forthorn kommt, dann. Und selbst dann hätten wir noch die Antibeere auch am Start. Da kommt Rock Tomb, genau, das ergibt doch am meisten Sinn. Es zieht immer noch Bums viel ab, aber damit muss ich leben. Und. Jetzt weiß ich nicht, was kommt. Jetzt könnte auch Forcepoint kommen. Ich glaube aber eigentlich. Nee, ich glaube, es müsste Forcepoint kommen. Ich hätte erst den Quillfish gehen sollen. Ja, war nicht so schlau. Das ist schlecht. Aber die einzige Aufgabe ist es eigentlich, hier einen Leech Seed rauszubekommen. Wenn wir das hinbekommen, dann das reicht. Geil, sehr schön, sehr, sehr schön. Das war der einzige Job von Ice Bucket an der Stelle. Weil damit sollten wir mit Quillfish Hariyama checken können. Und dann müssen wir nur noch das Mienfu hinbekommen. Und das muss dann Captain Iglo irgendwie schaffen. Und ich hoffe und glaube an Captain Iglo, dass der das hinbekommt. Beziehungsweise zur Not, wenn Quillfish auch relativ fit hier rausgeht, wäre auch geil. Das wäre natürlich auch nochmal großartig. Wir sollten nämlich eigentlich. Also der sollte. Ja, der kriegt 11 KP dadurch zurück. Ich überlege sogar, ob ich Spikes rauslege. Aber ich glaube, wir gehen erstmal auf Poison Sting und wir gehen in volles Rohr, dass wir den jetzt noch vergiften. Wunderbar. Daumen nach oben an der Stelle. Kommt ein Knockoff, das ist noch in Ordnung. Jetzt haben wir halt keine Oranberry mehr, aber das war abzusehen, dass das passiert. Ich glaube wirklich, dass ich. Ich überlege gerade wirklich, ob ich. Na, wobei. Also, wenn. Ich glaube, wir fangen erstmal an, Aqua Jet zu drücken und dann können wir später nochmal überlegen, ob wir nochmal einen Spike auslegen. Ja, das ist in Ordnung. Das Problem ist halt, dass dieses Mienfu ein Dings trägt. Ein Lebenorb. Das heißt, der zieht jetzt auch nicht so wenig ab. Und ich glaube, jetzt spike ich, weil jetzt, wenn ich Aqua Jet drücke, died der nämlich. Nein, jetzt crittet der nochmal. Oh, das ist schlecht. Weil jetzt glaube ich, ist Mienfu in so einer Range, wo es mich wahrscheinlich mit einem Move killen könnte. Ach, das ist jetzt nicht so geil. Oh, der crittet. Wenn der jetzt nicht gekommen wäre, dann wären wir ganz geil da. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Ja, ob wir uns ein Dings erlauben könnten. Wir haben 38 Death. Also wir haben schon recht viel Death halt. Aber wir haben halt echt nicht geile HP. Ein Dual Chop. Ah, das ist ein Hit. Ein Hit zieht 16 mit der Max Warp. Ja, ein Dual Chop killt uns schon ziemlich sicher. Jetzt muss ich nur gucken. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die Ward tatsächlich das nicht hinbekommt.
Jetzt kriege ich es mit der Angst zu tun, dass die Ward das nicht hinbekommt. Und wir maybe wen opfern müssen. Weil wir noch einen Bedroher oder so brauchen. Das kann nämlich gut sein. Die Ward hat 32 Death. Hm. Ah Mann, wäre da jetzt nicht der Crit gekommen, ne? Den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, Dual Chop kann mich tatsächlich two-shotten. Scheiße. Dann muss ich Inflation opfern. Weil ansonsten verliere ich hier einen Mon und Inflation. Ja, ist eigentlich auch kacke. Vielleicht dodgen wir Dual Chop. Das ist noch Iros. Leben wir das vielleicht sogar? Ich glaube nicht durch Lebenordnung. Ja. War das vielleicht eine Damage Roll? Kann ich es mir irgendwie schönreden? Birdier? Hätte der eine Chance gehabt, Aeroas zu leben, wenn das Ding auf minus 1 ist? Ich glaube, wir hätten sogar wirklich eine Chance gehabt, das zu überleben. Wobei, nee, wir haben so eine schlechte Death. Halleluja, haben wir eine schlechte Death, nee. Nee, das hätten wir, glaube ich, nie leben können. Also Aeroas Min-Damage ist 14. Ich glaube, wir waren genau bei 14 KP. Schade, aber dann sollten wir jetzt durch sein. Weil Captain Iglo kann nicht gekrittet werden. Ja, maybe hätten wir... also maybe hätten wir auf dem Dings eingehen müssen. Ja, aber wenn er Forcepoint Parat... ne, ja, okay, das wäre... das war noch meine Angst, dass ich dann noch mal einen Mon verliere gegen den. Ah, schade. Schade, schade, schade. Und hallo Famo, es läuft solide, würde ich sagen. Leider gerade das Bedroher-Mon verloren, was nicht geil ist, aber das war halt jetzt, also das war halt zumindest die sicherste Route, die ich fahren konnte. Hätte ich jetzt gesagt und deshalb nehme ich den Kauf, bevor ich da jetzt irgendwie einen Mon nochmal dumm verliere. Ah, schade. Und hallo Tobey, ich hoffe auch dir geht's gut, ich hoffe auch du hattest einen schönen Tag, hello. Ach Mann. Nervig. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass jetzt unser Bedroher-Mon halt tot ist. F an die Inflation. Ja, wir hatten halt jetzt auch ein bisschen Pech, dass das Quillfish gekrittet worden ist. Wäre der nämlich nicht gekrittet worden, wären wir immer in der KP-Range gewesen, wo wir hätten drinbleiben können. Und ich vermute, dass wir mit zweimal Aquajet den sogar hätten rausnehmen können. Aber die Damage Roll, dass er mit zweimal Dual Chop nicht rausnimmt. Und das sind zwei Hits, die jeweils, wenn auch nur einer krittet, bin ich am Arsch. Das sind alles so Dinge, die haben mir jetzt nicht so gefallen, muss ich gestehen. Da dachte ich mir jetzt nicht, oh, das klingt nach einer Sache, die ich machen muss. Ich glaube, wir haben das schon, dass das soweit die richtige Entscheidung war. Hallo Mr. M, hallo auch an Gabby, ich hoffe, dir geht's gut. Musstest du immer spät in die Arbeit arbeiten? Ja, es ist, gibt solche Momente, gibt es leider, die hasst man dann natürlich nur. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag bis hierhin. Und Gabby, vielen Dank für den nicen Resub. Kuss geht raus an dich. Ich wünsche viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Ah, ich habe es mir jetzt übrigens überlegt. Ich denke, wir werden das Sub-Goal rausnehmen. Und wir machen einfach Mario 64 und Ring Fit weg. Und dann sind wir sowieso bei demselben Sub-Ziel, glaube ich, circa. Oh Leute, der lernt sogar Charge spielen. Das ist ja mega geil. Und dafür machen wir Radical Red. Ich glaube, das ist vor allem mit den Leuten, die wir so da haben, das Beste, was wir hier machen können. Kriegt er jetzt noch irgendeinen geilen Move? Revenge. Das bringt mir eigentlich nicht so wirklich was, ne? Ich lasse es mal weg, tatsächlich. Weiß nicht, ob das dumm ist oder nicht. Mudshot lernt der. Oh, Speed Control ist eigentlich voll geil, ne? Aber eigentlich finde ich alle Moves, die ich da so gerade habe, ganz gut. Ich überlege, ob ich Bubble Beam wegmache, aber ist auch kacke. Bullet Seed eventuell. Warte mal, wir können mal kurz aufs Level-Up-Set von Lombre gucken. Lombre, lernt er nochmal irgendeine gute Wasserattacke? Nö, und auch keine gute Pflanzenattacke. 34 lernt er Energy Ball. Ja, ist ein bisschen spät, ne? Ah, schwierig. Verzichten wir auf Leech Seeds?
Hat sogar nur 85 Genauigkeit in dem Spiel, sehe ich gerade. Sagt, ich wünsche, gönnen Sie sich den Döner, gönnen Sie sich. Ich überlege, ob ich die Egelsamen tatsächlich wegmache. Weil auch gegen Misty will ich ja mit dem tendenziell angreifen. Fake-Out angreifen. Nicht Leech Seeden. Andererseits, wenn wir das Quaxo Leech Seeden, auch nicht schlecht. Ich weiß halt noch nicht, ob Lombre mit in den Kampf kommt oder nicht. Ich glaube aber fast eher nein. Aber wenn ich jetzt wüsste, was wir so alles da haben. Also ich denke, unser Lied wird halt aus Cleopatra Fake Out. Also ich denke, wir gehen auch in den Doppelkampf. Ich denke nicht, dass wir den mitnehmen, dann brauchen wir Machop nicht. 22, 23. Hickel. Lassen wir auch mal weg. Revenge brauchen wir auch nicht. Lernst du noch irgendwas Cooles? Honeclaws. Nee. 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 Ich glaube, das ist okay. Nuzzle statt Quick Attack. Dann gehen wir mal kurz auch heilen. Hört mir auf mit Arbeit. Wird gefühlt immer schlimmer. Sowas wie Geschichten aus Leons Kindergarten. Was ist denn jetzt schon wieder bei dir los? Wie kann denn bei dir irgendwie immer irgendwas sein? Ich habe das Gefühl, so in jedem dritten Stream ist was. AKA, das bedeutet auch, in einer Woche passieren nicht nur einmal Bullshit, sondern zweimal. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt leveln muss. Boah, wobei, so viel geilen Kram haben wir gar nicht mal mehr auf der Bank. Irgendwie hatte ich meine Bank cooler in Erinnerung, muss ich gestehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, sah die auch mal geiler aus. Muss ich echt überlegen, wie ich mit dem. Ich hätte jetzt gerne das Kamaup. Würde ich jetzt gerne haben. Das würde, glaube ich, ein bisschen was bringen. Bei Magpie werde ich nicht mitnehmen. Bei gestern Vogeldreck kann man schon mitnehmen mit Feather Dance. Ist der gar nicht so kacke. Für die mobile Box gibt es einen Code, ja. Müsst ihr mal Mimso fragen. Ich weiß nicht, ob der freigegeben ist oder wie das ist. Dass die eine Madame die Woche krank ist, wissen wir ja. Ja, die ist irgendwie, also wirklich immer krank. Also ich habe das Gefühl, die ist alle 2 Wochen krank. Was ich schon krass finde, dass sich, weiß ich, dass die Leute sich dann auch nicht schlecht fühlen, finde ich da immer so wild. Ah, ich glaube, wir machen das hier jetzt weg. Vor allem in Anbetracht des Doppelkampfes. Rig Break. Oh, geile Coverage. Tauni kennt sich jetzt in der Leon-Lore aus. Naja, also immer wenn ich frage, was so geht, dann kommt auf jeden Fall von der Seite, ja, also ist mal wieder jemand krank, das heißt, die sind wieder unterbesetzt oder so, also ja. Das kriege ich nur so wieder immer mit. Nun ist Madame 2 nun auch krank seit heute. Aftercare brauchen wir, glaube ich, nicht. Wer hier die Spätschicht machen sollte morgen, krank bis Ende nächste Woche. Eieie. Aber man muss natürlich auch sagen, da geht auch gerade was rum. Zwinker. Von 6 Leuten sind 3 nicht da. Ja, das ist, will mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, nicht so geil. Ich bin am Überlegen, ob wir die Bärensäfte tatsächlich auch für diesen Kampf benutzen. Weil per se habe ich bei Misty bisher nie den Bärensaft benutzt, aber man könnte auch überlegen, den für Misty aufzuheben. Schwierig. Schwierig zu entscheiden. Also wir sind eh noch nicht bei dem Kampf. Und tendenziell gehen wir eh in den Doppelkampf. Aber ich wechsle in die staatliche Verwaltung. Macht das doch. Einfach arbeitslos werden, habe ich auch gehört. Das muss so ein großartiger Play sein. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Du kommst auf jeden Fall mit. Du bist noch nicht entwickelt. Dich will ich nicht dabei haben, bevor du mir wegverreckst. Boah, ich glaube, das ist sogar wirklich der beste Squad. Nee, ich meine wirklich als Beamter und so. Ja, wenn du das, also, ne, mach halt. Also, ich meine, wenn dir das so sehr auf die Eier geht und das möglich ist und alles, würde ich jetzt erstmal behaupten, klingt das im ersten Moment nach gar nicht so einem beschissenen Plan. Ich, die ab Mittwoch arbeitslos ist. Wurdest du gekündigt? Oder war, ah nein, bei euch ist ja bei der Firma was gewesen, never mind. Sorry, habe ich wieder verpeilt. Da kam gerade hin im Lied, genau. Das sollten wir ja damit noch hinbekommen.
freue mich schon auf den neuen Patch mit angepasstem Crit Rate. Ich weiß noch nicht, wann Mimsu den rausbringt, aber ab dann können sich, glaube ich, alle freuen. Ich meine, Sirius ist, glaube ich, noch in seinem Run-and-Bun-Attempt drin. Aber der hat ja auch gemeint, dass er dann danach wieder in die Minen geht. Wie gesagt, da habe ich Böcke drauf, da freue ich mich. Ob ich mich nicht freue, ist, dass Goldpin mal wieder hier mit seinen scheiß Poison-Scheißer-Lies um sich wirft. Der Arsch. Und das Leib hat leider auch nicht so viel Damage macht, wie ich es gerne von dem Ding sehen würde, aber naja. Genießt du das nicht jetzt? Ah, das genieße ich ja jetzt schon, ja klar. Also ich bin schon in dem Low-Crit-Ding drin. Also ich bin schon... Ich lebe den Lifestyle, sage ich euch. Okay, Gott sei Dank. Ich bin ein bisschen Angst, dass die Scheiße jetzt daneben geht, ne? Ich habe sie schon von meinem inneren Auge daneben gehen sehen. Können wir darüber reden, dass gefühlt dieses Jahr nur noch Banger-Spiele kommen, nur das Donkey Kong im Januar macht mich traurig. Ja, wenn es wenigstens ein bisschen besser aussehen würde. Dann wäre ich nicht... Alter, wäre ich nicht so traurig. Bro! Alter, es reicht auch mal. Ist schon wieder zum Kotzen mit dem Viech. Warum drückt der nicht Donuts? Ach, der hat gar keinen Donnerzahn. Ich habe nur Poison Fang, Fire Fang, Ice Fang gesehen. Und Glare, aber habe trotzdem assumed, dass der Donnerzahn drauf hat. Ich Idiot. Wie hat er mich geparrt? Wait, bin ich blöd? Wie wurde mein Zotronin gerade geparrt? Welchen Move? Das habe ich verpasst. Aber ja, dieses Jahr kommen sehr viele Banger noch raus. Allgemein, wie gesagt, ich finde, die Switch ist eine starke Konsole. Also man kann sich echt nicht, vor allem wenn man sie mit PS5 und so vergleicht, beschweren, dass wir keine Spiele bekommen, weil das kriegen wir auf jeden. Ich glaube, das sollten wir mit denen alles hinbekommen haben. Ja. Habe ich zumindest. Sollte zumindest. Okay, sehr schön. Jetzt schon Stunky. Okay. Da müssen wir nur immer aufpassen wegen der Ability, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon genockt wurden, ist eigentlich alles gut. Aber meine Beere wegverbrennen, das wäre auch egal. Okay. So, und jetzt müssen wir nur noch das Tentacool wegbekommen und dann geht das große Drama wieder los. Dann beginnt der Kampf gegen Dings. Oh Gott. Oh, ich will nicht. Ich will nicht, aber ich will gleichzeitig schon, weil wenn ich die besiege, dann endlich mal wieder ein bisschen mehr Progress. Also wir gehen übrigens in den Doppelkampf rein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich merke auch gerade, habe ich nicht einen Muskelband? Hätte ich nicht sogar... Oh mein Gott, ich hätte ein paar Damage Rolls vielleicht sogar vermeiden können. Stümpel. Also wir wollen auf jeden Fall mit dem hier und dem hier lieben. Weil mit den beiden können wir eigentlich relativ sicher... Also Tentacool sollten wir auf jeden Fall one-shotten, würde ich sagen. Wenn nicht, dann gibt es ein Muskelband für mein Plusle. Und spätestens dann sollte das funktionieren. Wir haben 50 Attack. Und ein Spark. One-shottet das Ding immer. Das ist doch schon mal geil. Und den anderen fake-outen wir erstmal in der ersten Runde. Und dann weiß ich gar nicht, wer reinkommt. Aber je nachdem, wir könnten Growl drücken. Wir könnten Charmen. Also wir haben da eigentlich super viele Optionen. Aber vermutlich kommt Arbok mit Scorching Sands. Aber da hätten wir dieses Mal auch ein Switch-In und hätten dann noch die Downy-Reigen. Was ganz geil ist. Mit Growl zusammen. Also da haben wir schon ein bisschen was. Es ist nur die Frage, das Elektabuzz macht mir noch ein bisschen Schiss in der Buchse. Ob wir Lombre oder Growlithe tatsächlich explizit für den mitnehmen, statt den hier. Also Elekid sehe ich noch nicht. Der Rest hat schon irgendwo einen Job. Wobei Dry Skin ist auch ein bisschen scheiße von Krogunk, muss ich gestehen. Den kann ich halt nicht mit Wasserattacken auch touchen. Und ich habe zwei Pokémon, die den gar nicht touchen können. Aber Krogunk ist richtig nervig. Krogunk muss ich, ich weiß noch nicht, wie ich wegbekommen. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine TM für D-Ward hätte.
meine beiden Feuer-Pokémon sehe ich da jetzt nicht unbedingt mitkommen. Maximal. Boah, 29 Def ist halt so wenig, ne? Da hätten wir halt nochmal Fake Out, aber wenn der einen P-Jab abbekommt, ist der auch tot. Wir haben halt drei Elektroschwächen, ne? Also wir dürfen jetzt eigentlich nicht nochmal was ein Problem ist mit Elektabuzz mitnehmen. Ja, also die Switch gibt einem alles. Ein bisschen zu viele Ports, wie ich finde. Zumindest unveränderte Ports. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Ich bin halt am überlegen, Growlithe nur wegen Elektabuzz mitzunehmen, aber dann ist es, glaube ich, fast eher Lombre. Aber ich habe halt nichts, was ich... Also ihn hier, aber... T-Punch werfen kann, ne? Ja, das macht mir Angst, aber ich glaube, in einem Single Battle würde ich auch nicht besser vorankommen. Oder? Weil dann würde ich mit dem den besiegen. Dann kommt Elektabuzz. Wobei, den könnte ich dann mit Lombre handeln. Swiper. Poison Fang, Thunder Fang, Knockoff, Incinerate. Könnte man wahrscheinlich... Da habe ich halt wieder zu wenig gegen Whirlipede vermutlich. Weil der hier ist viel zu schwach. Mit einem Evoliten können wir in die Tonne hauen. Nee, und bisher habe ich nur negative Erfahrungen damit gesammelt. Ich denke, wir gehen in Doppelkampf. Ich glaube, wir nehmen Lombreo einfach mit. Dann haben wir nochmal Fake Out. Ach, scheiße, jetzt hätte ich doch gerne Mudshot auf dem Shit. Oder sage ich, ich nehme Schneckmark mit. Ja, aber das Problem ist, ich habe halt nichts, was ich in Elektabuzz Thunderpunch reinwerfen kann, ne? Ja, Arbok hat immer Sheer Force jetzt. Das macht es nur noch schlimmer, um ehrlich zu sein. Für das Team macht es schlimmer. Kündigen hat mir echt Energie gegeben. Eieieiei. Aber warte, hatte ich das wenigstens richtig mit? Du musstest gekündigt werden, weil es der Firma nicht gut geht? Oder hatte ich das falsch im Kopf? Und hallo Nightshadow, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Leu. Was sagt ihr? Was nehmen wir noch für dieses scheiß Electek mit? Ich habe gar keine Idee. Muss ja eigentlich Lombreo sein, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das besser finde. Ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, so oft, wie wir gepoisen wurden und so, so gesehen ja, aber dadurch, dass die RNG jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist, ist Sheer Force wahrscheinlich sogar jetzt schlimmer. Growlithe würde wenigstens den Donnerschlag halt resistieren, ne? Also dieses Elektabuzz macht mich gerade fertig, ne? Ich glaube, Lombre ist der Beste. Einmal auch noch wegen Fake Out. Ich glaube, das gibt einem sowieso so viel in Doppelkämpfen, auch gegen das Lombre nochmal dazu, also. Ich überlege sogar, ich glaube, wir spielen sogar auf Plusse das Muskelband. Einfach nur, damit wir mit Covid mehr Damage auf Dings machen. Um potenziellen Aquajet Rose und alles zu gehen. Die Firma war komplett überfordert und unterbesetzt, weswegen sie mich nicht richtig ausbilden konnten. Ah, das war das jetzt. Ja, sehe ich. Ja, dann ist nämlich auch kacke. Das sehe ich. Und wir hätten noch Wise Glasses und einen Silk Scarf, aber ich weiß nicht genau, was ich mit denen anfangen soll. Ne, da bringt uns, glaube ich, die Oranberry mehr. Boah, das wird schwer. Das wird richtig, richtig schwer, glaube ich. Also heilige Kacke wird das hier schwer. Oh mein Gott.